Herzlich willkommen, Matthias Schweighöfer, Florian David Fitz. Ich finde es total toll, dass ihr heute hier seid. Danke. Okay, denn wir haben jetzt den Film hier für euch, den ihr uns präsentieren möchtet. Schauen wir mal den Film an, den ihr gedreht habt. Das ist The Reverend. Im Wald lauert ein Pastor. Vielleicht ganz kurz noch mal zur Geschichte. Ihr könnt mich ja korrigieren, ob das richtig ist. Spiritueller Wild West Survival Streifen. Trapper Hugh Glass, in dem Fall Matthias Schweighöfer, ist auf Erkundungsreise durch Alaska, als er auf den tollwütigen Reverend Pennington White, gespielt von Florian David Fitz, trifft. Das Zusammentreffen mit dem Gottesmann bezahlt Hugh Glass beinahe mit dem Leben. Es gibt diese blutrünstige Kampfszene drin. Ja. Und wir wissen ja alle, dass du in einem Selbstverteidigungscamp für Frauen gewesen bist, um dich darauf vorzubereiten. Hat dir das wirklich geholfen, in einem Selbstverteidigungscamp für Frauen zu sein, um so eine blutrünstige Szene zu spielen? Das ist eine interessante Annäherung. Ja, die Kampfeskunst ging ja hauptsächlich vorher, also es ging darum in diesem Camp ja, dass man, wie kann man töten durch viel Reden. Und das hat mir wirklich extrem viel geholfen, auch meine Mitte wieder zu finden und zu sagen, ey, mein Werkzeug ist nicht nur die Kraft der Hände, sondern auch die Stimme. Und das haben wir halt nahtlos übersetzt. Und für den Film glaube ich auch, dass das halt das die Art ist, wo man halt sagt, okay, ey, das ist einfach Kino. Ne? Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz sind heute bei uns, um ihren neuen Film vorzustellen. Wir sagen erstmal recht herzlichen Dank. Das finde ich total toll. Hier ist er tatsächlich, der neue Film von Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz. Jucko und Klaas. Die Stille nach dem Witz, meine Damen und Herren. Ja, das ist so. Es ist tatsächlich ein Biopic über das Leben der beiden Showgiganten Jucko Winterscheid und Klaas Häufer-Umlauf. Ihr habt schon so viele, ja, sag mal, historische Rollen verkörpert und wagt euch jetzt an lebende Legenden. War das eine Herausforderung? Das ist ein bisschen pikant, aber ich muss auch dazu sagen, er lief ja jetzt gerade auf der Berlinale. Und ja, es war ein bisschen schwer, weil er hat ja wirklich Furore gemacht, weil er 8 Stunden lang ohne Text. Das war... Aber Mary Streep ist, glaube ich, nur 2-mal auf Toilette gegangen währenddessen. Das ist korrekt, ja. Ja? In 8 Stunden. In 8 Stunden. In 8 Stunden, ja. Und das muss man erstmal durchhalten. Und das auch wirklich mimisch zu tragen, die 8 Stunden ohne ein Wort. Das Wichtige war halt, wir wollten halt einfach so diesen Film als Happening stattfinden lassen. Ne? Damit man auch mal so versteht, wie diese Legende so kreiert worden ist. Es ist ein Film, es ist große Unterhaltung, es ist ein Film, der zum Trinken animiert. Währenddessen. Und einfach sich in die Rollen reinzufühlen. Für mich war das immer schwierig, weil ich habe mal einen Film gemacht mit Tom Cruise und da war das für mich sehr interessant, weil der ja klein ist und hat sich einfach immer größer gemacht, auch mit den Schuhen. Ich bin halt 1,80 Meter und Klaas Häufer ist ja auch einfach kleiner als ich. Das war für mich schwierig, weil wir mussten die Sets alle angleichen, dass ich halt... Die hat größere Tische und größere Stühle gebaut. Genau, deswegen mussten wir alles größer bauen. So war das. Habe ich auch gehört. Du hast auch, Florian, du hast ja auch für die Darstellung des Joghurt C. Winterscheid extra 2 Rippen und 4 Gelenkbänder entfernen lassen, um die unbeholfene Schlaksigkeit des berühmten Moderators besser darstellen zu können. Wie hat denn dein Umfeld reagiert auf so drastische Maßnahmen? Es war anfangs ein bisschen schwierig. Es ist auch sehr schwierig, überhaupt noch Besteck oder sowas in die Hand zu nehmen. Man muss sich natürlich auch alle Gelenke auskugeln lassen, damit das so seltsam und flachsig aussieht. Aber das Training für dich bestand ja lang in dieser aggressiven Lache auch, ne? Ja. Diese aggressive Lache war so, dass man wirklich wusste, normalerweise hat man immer... Das wäre jetzt schon... Also rein von der Kunst her kommend, wie ihr beide seid. Ja, okay, gut, zeig's. Okay, dann zeig's. Würde mich schon interessieren. Nein, komm, wir sind ja keine Zirkusperle hier. Dazu oder du musst noch... Dann bist du noch... Herzlichen Dank dafür. Und ich freue mich, dass heute bei uns Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz sind, die ihren neuen Film mitgebracht haben. Ja, und dass wir da ein bisschen drüber sprechen können. Ja. Das finde ich super. Der Mecklenburg-Vorpommerianer. Ein Wissenschaftler, gespielt von Matthias Schweighöfer, wird von seiner Forschergruppe versehentlich einem lebensfeindlichsten Ort der Erde zurückgelassen. In Mecklenburg-Vorpommern. Ihr habt euch bewusst gegen den Einsatz von CGI entschieden und tatsächlich vor Ort in Mecklenburg-Vorpommern gedreht. War das nicht ein wahnsinniges Risiko? Das war für mich auch der härteste Dreh, 6 Monate weg zu sein von der Familie. Das war schwierig, aber unter solchen Bedingungen muss man mal gearbeitet haben und ich glaube, es hat sich gelohnt. Nur dann kriegt man halt auch einen Oscar-Nord, wenn man das gemacht hat. Vor allem, man braucht halt relativ viel Security im Mecklenburg. Lebensfeindlichsten Ort der Welt. Ja, aber es ist natürlich klar, jetzt ist ein bisschen her der Dreh, dass Ihnen das selber jetzt absurd vorkommt, weil noch ist das ja alles Zukunftsmusik. Ein Mensch in Mecklenburg-Vorpommern. Ne? So, aber
Glauben Sie, dass der Tag irgendwann kommen wird, dass es da kleine Kolonien gibt und tatsächlich dort Menschen leben werden? Das ist jetzt wirklich, man lacht ein bisschen drüber, aber es ist vielleicht sogar möglich. Also es gibt Wissenschaftler, die haben da... Dieses Foto. Mit diesem Hotel Neptun ist echt ein Knaller. Interessant fand ich vielleicht jetzt mal weg von der Story, mein die... Mein Vater und zwar wichtig, mein Vater... ein bisschen auch eine Hommage an meine Familie, und das ist jetzt leider echt biografisch wirklich wahr, ist so, mein Vater war früher in Rostock an der Schauspielschule. Rostock gibt's ja nicht mehr. Ja. Der ist damals im Hotel Neptun, gab es immer eine Kneipe. Und da wurde er ab und zu mal zusammengeschlagen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ist kein Witz. Das ist wirklich kein Witz. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir machen eine ganz kurze Unterbrechung. Es gibt noch mehr Filme, die ihr uns mitgebracht noch mehr haben. Über diesen Film erzählen. Schauen wir doch einfach mal auf den nächsten Film in unserem kleinen Spiel Promo-Tortur. Der Film heißt wie folgt: Die Flatrate Buddies. Ja, eine Paraderolle für euch beide, wie man sieht. Ihr habt in dem Film wahnsinnig viel Jugendslang benutzt, wo man so als 37-Jähriger, der ich bin, so ein bisschen raus ist. Habt ihr noch so ein paar Begriffe, die, an die ihr euch erinnert, wo ihr uns vielleicht mal erklären wollt, worum es da geht? Ja. Sowas wie, wenn man sich aufregt in einer Bar, ne, dass man halt auch sagt, pass auf, schimmer deine Basis. da bist du erstaunt, ne? Ich bin wirklich erstaunt. Schimmer deine Basis. Schimmer deine Basis. Heißt? Schimmer deine Basis heißt einfach, komm mal runter. Ne? Ah, okay. Komm mal runter, komm mal runter, alter Mann. Ja. Was gibt's noch? Und noch so viele Namen. Wusstet ihr noch nach all den Jahren, wie man eine Bierbong tatsächlich baut? Oder ist das was, was man dann in einem, Verlernt man nicht, ist wie Skifahren. Ja. Ich sage recht herzlichen Dank. Ich wünsche ganz, ganz viel Erfolg. Ich drücke beide Daumen für die tollen Filme. Vor allen Dingen für den hier, ja, der geilste Tag, meine Damen und Herren. Ja. Diesen Film, ja, das ist nämlich der, der wirklich im Kino läuft. Der Florian David Fitz und Matthias Schweighöfer haben einen sehr sehenswerten Film aufs Parkett gebracht. Und dafür sagen wir viel Spaß im Kino. Herzlichen Dank. Schön, dass ihr hier bleibt. Bleibt aber gerne noch sitzen, denn jetzt kommt Musik. Wenn ihr noch mehr Videos von Zirkus Halligalli sehen wollt, abonniert unseren Kanal. Für mehr Videos klickt einfach hier oder hier. Oder hier. Sabine? Was? Wir machen hier gerade was fürs Internet. Hau mal ab, bitte. Sabine? Hau ab, bitte. Leute, ganz ruhig stehen, Sabine. Dann fällt es nicht auf. Ganz ruhig, Sabine. Beweg dich nicht. Sag mal, hast du was an Ohren?